Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Zelda Ocarina of Time. Ja, wir sind wieder in der Kapelle des Lichts. Entschuldigung, Zitadelle des Lichts. Und ja, eigentlich könnten wir. Ah nein, stimmt. Ich wollte ja zuerst noch eine Sidequest erledigen. Dafür müssen wir nach Kakariko. Denn unser Hühnchen ist ja geschlüpft. Und nur damit geht es halt weiter. Ah, Kakariko ist ja gleich da drüben, da können wir auch zu Fuß laufen. Brauche ich jetzt nicht das Pony noch zu rufen. Oh, es wird dunkel. Ach ja. Hier wollen wir allerdings keine Dunkelheit. Ja, es regnet. Kann ich eigentlich wieder ins Skulltula-Haus? Das weiß ich gerade gar nicht. Nein, fehlen noch 4 Skulltulas. Dann könnte ich wieder hin. Oh, Moment. Bevor ich zu der muss, muss ich ja noch jemanden wecken. Es gibt ja eine Schlafmütze hier. Hast genug geschlafen, Alter. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Du hast Marlon gerettet? Danke! Dann kann ich ja wieder zurück zu auf die Farm. Oh, okay. Ja, ich wollte nicht nochmal das Gleiche mit dir bequaken. Oh, Kiki sieht ja sehr gesund und fröhlich aus. Es muss eine arge Schlafmütze geweckt haben. Das hast du gut gemacht. Ich werde dir ein sehr seltenes Hühnchen mitgeben, wenn du willst. Ich nenne es Henny. Es hat einmal meinen Bruder gehört. Die blauen Federn sehen sehr schön aus, nicht wahr? Es ist so süß. Seit mein Bruder verschwunden ist, gackert Henny gar nicht mehr. Möchtest du Henny behalten? Ja, gib her. Du hast Kiki zurückgegeben und dafür Henny bekommen. Im Gegensatz zu anderen Hühnern kräht Henny selten. Und ich weiß, wo der Bruder ist. Dann bringen wir mal Henny wieder zum Gackern. Aber zuerst würde ich sagen, füllen wir mal unser Vorrat noch etwas auf. Willkommen. Ja, komm, gib mir die 50 Stück. Na, das passt doch gut. Das passt sehr gut.
Ich werde allerdings jetzt, um an bei dem Bruder zu gelangen, der befindet sich nämlich in den verlorenen Wäldern, werde ich jetzt mal die Abkürzung über das Goronendorf nehmen. Das war knapp. Holla. Da muss man ja richtig aufpassen. Laufen, laufen, laufen. Der muss seine Beinmuskulatur haben. Da dürfte jeder Fußballer neidisch werden. Hier kann man, glaube ich, auch noch was holen. Versuchen wir es doch gerade mal, wenn wir da sind. Oh nein, geht doch nicht. Okay. Dann halt nicht. Henny? Was? Ich dachte, nur ein netter Mensch wie ich kann dich zähmen. Das bedeutet, du musst in Ordnung sein. Ja, ganz bestimmt. Ich vertraue dir. Tust du mir einen Gefallen? Bring dies hier zum Laden der Hexe Asa in Kakariko. Doch lass dir nicht zu viel Zeit, denn sonst löst es sich auf. Der Schimmelpilz. So ein frischer Pilz fault sehr schnell, also bring ihn rasch zum Hexenladen in Kakariko. Mache ich doch glatt. Solche Rennen gegen die Zeit haben wir jetzt, denke ich mal, noch ein paar Mal öfter. Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich glaube, wir haben noch zwei oder drei in dieser zusammenhängenden Quest vor uns, wo auch die Zeit läuft. Und ja, man kann, während die Zeit läuft, auch nicht porten. Also man kann schon, aber das bringt nichts, weil, ja... Wenn ich jetzt mich zum Friedhof geportet hätte und von da aus zum Laden gelaufen wäre, wäre der Pilz, sobald ich den Port aktiviert hätte, beim Friedhof direkt verschimmelt. Man muss also quasi den Weg zu Fuß laufen oder mit Epona, je nachdem, wo man unterwegs ist. Das ist auch immer, finde ich auch immer witzig, so realistisch gemacht. Der springt aus mega großer Höhe und rollt sich ab und erleidet keinen Schaden. Ich glaube, wenn das unser eins machen würde, der würden wir uns definitiv alle Knochen brechen. Ja, wir haben ja hier nicht die Hühner, mit denen wir fliegen können. Schnüffel. Welch ein seltsamer Duft. Du musst etwas gefunden haben. Die
Dieser Taugenichts. Er musste unbedingt in den Wald gehen. Hm. Ich verstehe. Hey, gib das sofort her. Wenn du den Dummkopf siehst, dann gib ihm dies. Es ist die stärkste Medizin, die ich je gebraucht habe. Aber sie wirkt nicht bei jedem. Der Mordertrank. Der Mordertrank ist bestimmt nützlich. Geh doch mal in die verlorenen Wälder. Es heißt, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Ich glaube, das ist wahr. Sehr nett. Okay, und damit wären wir auch schon am Ende unseres heutigen Let's Plays angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihm einen Daumen nach oben, teilt fleißig. Über Kommentare würde ich mich auch freuen, genauso wie über jedes Abo. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Salinger Let's Player von nebenan. Tüdelü!